Herzlich willkommen in unserem Video. Wir spielen heute Nidhogg. Das ist die Anushka. Und das ist Erik. Und genau, wir zeigen euch jetzt dieses gute Spiel. Wir haben es schon mal angespielt. Ist eigentlich ganz flott. Es gibt mehrere Modi. Als erstes mal die Tastenbelegung. Also die könnt ihr selber einstellen. Wir haben es jetzt schon so eingestellt, wie wir am besten spielen können. Ja, ich bin orange, sie ist gelb. Und ich würde mal sagen, dann reden wir nicht sehr viel, sondern spielen einfach mal. Ja, wir beide spielen im Offline. Genau, offline gegeneinander in der Map Castle. Ja, und später werden wir dann noch andere Maps zeigen. Also wie gesagt, es geht einfach darum, sich gegenseitig zu töten. Und der Orange muss weiter nach links laufen und der Gelbe weiter nach rechts. Bis man das Spiel gewonnen hat. Ich glaube, man muss zwei Türen nach rechts oder links laufen. Das Spiel macht schon Laune gegeneinander. Ist manchmal aber ein bisschen frustrierend, aber. Ja, man kann es auch wieder leicht lange. Ja. Geld ausgeben würde ich dafür vielleicht nicht. Das ist einfach nur ein kleines Geld. Genau, für Langeweile, einfach mit Freunden ein bisschen zu spielen. Wir sind hier gerade im Rahmen der Play4Team in Hamburg und machen unser erstes Let's Play. Und ja, ich bin jetzt schon im Final Screen. Ich bin das jetzt gleich, wenn wir das hart gespielt. Ich roll mich mal so cool auf den Boden. Alles klar, ich hab's geschafft. Und da ist jetzt auch schon tot. So, alles klar, wenn ihr es dann gewonnen habt, dann müsst ihr immer weiter nach links laufen. Und dann seid ihr auch tot. Vom Wurm gefressen. Ja, und wie spielen ist das mal dreimal gewonnen? Alles klar. Oder einfach dreimal. Ja, jetzt spielen wir einfach mal ein paar Maps durch. Hier, die Walls sind auch ganz gut. Hier gibt es jetzt auch noch Plattformen, wo man rausspringen kann. Und wie gesagt, immer der als letztes einen gekillt hat, genau, der muss dann in seine Richtung laufen, wo man dann gewinnt. Genau, hier in der Wildnis gibt es natürlich auch noch so Heide oder das Gras, was auch immer das sein wird. Ups. Genau, man kann auch das Schwert werfen, man kann sich ducken, man kann sich rollen. Genau, strecken nach oben, springen natürlich, wie ihr seht. Und jetzt, genau, jetzt habe ich kein Schwert mehr und könnte mit den Fäusten kämpfen. Also. So, jetzt schneide ich es ab. Jetzt machen wir es mal ganz kurz. Ganz los. Oder nicht. So. Mir gefällt diese Map eigentlich sehr gut. Aber sieht ja auch noch andere Maps. Und ja, die Anushka ist einfach ein bisschen schlecht in dem Spiel, deswegen bin ich ganz ja, ich denke mal, die Zielgruppe, jetzt habe ich schon wieder gewonnen, die Zielgruppe ist mehr so für Jugendliche oder auch etwas kleinere Kinder. Es ist nicht sehr aggressiv, kein Blut. Ich weiß nicht, was die USK-Freigabe ist, aber ich denke mal nicht allzu hoch. Und jetzt können wir nochmal die andere Cloud. Okay, dann sagen wir nochmal Clouds. Weil hier ist noch besonders leicht, dass man durch die Wolken durchfallen kann, wenn man lange steht. Hä? Was war das? Okay, jetzt hat gerade der Computer ein bisschen Problem. Sich selbstständig gemacht. Alles klar. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Ja. So, genau, jetzt. Da kennt man die Spieler irgendwie nicht mehr so gut. Und genau, wenn man zu lange da auf diesen dünnen Sachen stehen bleibt, dann fällt man einfach durch. Ist auch tot. Aber so kann man natürlich auch den Gegner taktisch ein bisschen austricksen. So, und ja, man muss den Gegner nicht immer killen, so wie ich gerade mache. Man kann es auch einfach durchlaufen, über den Rand überspringt. Ja, das Spiel, ich finde, es macht immer noch ein paar Runden Spaß, aber es ist natürlich ein bisschen einseitig. Es gibt auch noch ein Singleplayer-Modi, wo du gegen den Computer spielst, oder ein Online-Modi. Also da ist schon ein bisschen abgedeckt. Schon langsam zum Schluss. Ich gewinne das hier ganz kurz. Doch, nicht. Doch, ich gewinne. Ja. Ich bin jetzt wieder mal bei deinem Wurm angelangt. Und ja. Ich würde sagen, da habe ich souverän alles gewonnen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.